Und damit willkommen zurück bei Let's Play Risen 2, wo wir kurz davor stehen, mit Sebastiano ein kleines Schwätzchen zu halten. Hey da, was sehe ich denn da? Ein Pirat in Puerto Isabella und du läufst frei rum? Bursche, du hast jetzt genau eine Chance, mir einen Grund zu nennen, warum ich dich nicht auf der Stelle in Ketten legen sollte. Also, mein lieber Alcazar, ich will Captain Crow in den Arsch treten, der Kommandant kennt mich, die Torwache hat mich reingelassen. Ich will Captain Crow in den Arsch treten und dachte, ich schau mal vorbei, ob ich ein paar Kerle finde, die mitmachen wollen. Du bist doch selbst ein Pirat. Genau, ein Pirat mit einem Ziel. Und ihr? Habt ihr auch ein Ziel oder wollt ihr die Sache aussitzen? Du spuckst ganz schön große Töne. Wir nehmen es mit jedem Piraten auf, sobald Kommandant Sebastiano den Befehl gibt. Dann sollte ich mich wohl mit ihm unterhalten. Na schön, du kriegst deine Chance. Du kannst mit Kommandant Sebastiano sprechen, aber mach keinen Ärger, klar? Hab ich doch nicht vor, mein lieber Alcazar. Hab ich doch nicht vor. Zumindest. Noch nicht. Was? Haarbürste? Die wird wahrscheinlich total wichtig sein. Kommen wir da drüben zu der Tür? Okay, ist auch verschlossen. Hi. Oh. Karte der Schwertküste. Darf ich die einfach nehmen? Von Anstand hast du wohl noch nie was gehört, oder? Nö, nicht so wirklich. Ich klau mich hier einfach so durch die Gegend. Die können wir öffnen. Okay, das hat ihn aber jetzt nicht wirklich interessiert, oder? Wir quatschen mal mit ihm. Du, was machst du hier? Hast du nicht eine Mission auf Takarigua? Ich bin auf der Suche nach Captain Crow. So gut bin ich auch nicht. Schlüssel, okay, für was? Für irgendeine Truhe wahrscheinlich. Geht dich gar nichts an, warum ich hier bin. Ich brauche nämlich einfach nur bessere Waffen. Ich brauche bessere Waffen. Die hervorragende Qualität unserer Klingen hat sich wohl rumgesprochen. Aber ich denke, dass es vor allem unsere Musketen sind, die dich interessieren. Was hast du für mich? Cooper schmiedet gute Klingen. Und wenn du Munition für deine Pistolen brauchst, kannst du dich bei Webster eindecken. Aber eine Muskete werde ich dir vorerst nicht überlassen. Mann, warum nicht? So, Schlüssel entwenden, 35. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Ich glaube, haben wir 30 oder 25? Ich weiß gar nicht. Wir werden auf jeden Fall nochmal zurück nach Puerto Sacarico gehen. Nee, nicht Puerto Sacarico. Nach Takarigua und uns Diebeskunst nochmal erhöhen. Aber jetzt erstmal hier. Ich bin auf der Suche nach Captain Crow. Ich bin auf der Suche nach Captain Crow. Er hat die Waffe, die ich suche. Captain Crow. Wir konnten sein Schiff versenken. Er selbst war nicht mehr an Bord. Meine Späher berichten, er hat Kontakt zu den Molukken aufgenommen. Jetzt versteckt er sich im Landesinneren in einem alten Tempel. Die Molukken nennen ihn den Tempel der Erde. Ich werde mir Crow vornehmen. Wisst ihr, was die im Tempel machen? Und was ist, wenn die Waffe noch an Bord war? Wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Und was ist, wenn die Waffe noch an Bord war? Glaub mir, es würde mich freuen, dieses Stück schwarze Magie auf dem Meeresboden zu wissen. Ich glaube allerdings nicht, dass Crow ohne die Waffe losgezogen ist. Nein. Er hat nur einen Teil seiner Mannschaft zur Bewachung der Ghost zurückgelassen. Und die sind jetzt alle tot. Bis auf einen. Hawkins. Den haben wir gefangen genommen. Den haben wir schon mal kurz gesehen, glaube ich, in der letzten Folge oben im Knast. Mit dem werden wir auch noch quatschen. Habt ihr denn was aus ihm rausgekriegt? Habt ihr was aus Hawkins rausgekriegt? Nein, aber wir haben ihn auch noch nicht gründlich befragt. Versuch du ruhig dein Glück. Vielleicht ist er gegenüber einem Piraten gesprächiger. Mach ihm klar, dass er eine schmerzhafte Zukunft vor sich hat, wenn er nicht redet. Ich spreche mal mit ihm. Du findest ihn unten, im Turm der Garnison. Ja, ja, weiß ich. Sind ja rosige Aussicht für ihn. Wisst ihr, was die im Tempel machen? Wisst ihr, was die im Tempel machen? Da muss ich nur eins und eins zusammenzählen, dann weiß ich, was die machen. Schwarze Magie. Wozu sonst hat sich das Pack mit den Molukken verbündet? Schwarze Magie. Genau wie die Titanenwaffe, die jetzt am Grund des Bodens... des Meeresbodens wartet. Oder vielmehr, er wünscht sich das. Aber das ist ja auch nicht des Rätsels Lösung. Wir brauchen das Ding ja, ne? Um Mara zu besiegen. Und den Kraken.
Deshalb werden wir uns Crow vornehmen. Ich werde mir Crow vornehmen. Ich lasse den Tempel beobachten und glaub mir, alleine hast du keine Chance. Dann kämpf mit mir zusammen. Mein Befehl lautet, Puerto Isabella zu sichern, nicht den Tempel anzugreifen. Das musst du auch nicht. Ich kann das machen. Ich werde keine Protektoren abziehen und Puerto Isabella schutzlos zurücklassen. Alles, was ich brauche, sind ein paar gute Schützen. Ich kann auch die Molukken um Hilfe bitten. Alles, was ich brauche, sind ein paar gute Schützen. Wo sind denn deine Piratenfreunde? Du bist doch nicht alleine hergekommen. Die bewachen das Schiff. Bewachen? Wohl eher saufen. Mehr können die auch nicht, außer plündern und saufen. Aber wenn es darum geht, einen Angriff durchzuführen, muss die Inquisition ran. Ihr seid nun mal die Besten. Was jetzt? Hilfst du mir oder nicht? Was ist jetzt? Hilfst du mir oder nicht? Das gefällt mir gar nicht. Warten wir ab, was Venturo zu berichten hat. Ich habe einen Späher zum Tempel geschickt. Es wird Zeit, dass er zurückkehrt. Bring mir seinen Bericht. Dann werde ich entscheiden, ob wir dich unterstützen. Der Bericht des Spähers. Okay, wo finde ich denn euren Späher? Wo finde ich euren Späher? Wir haben ihn zum Tempel der Erde geschickt, wo sich Crow versteckt hält. Geh zum Tor, neben der Garnison. Aguilar wird dich einweisen. Okay, das Tor neben der Garnison. Alcazar, wir müssen vielleicht ein paar Männer rausschicken. Jawohl, Kommandant. Irgendwelche Vorschläge für ein paar Freiwillige? Ich werde mich persönlich darum kümmern, ein paar Spezialisten auszuwählen. Sehr gut. Wegtreten. Spezialisten? Ja, sind sie wahrscheinlich hier. Die drei Spezialisten. Er wird es wahrscheinlich sein, oder? Ja, Agila. Hey, du. Hi. Ich muss Venturo finden. Ich muss Venturo finden. Ehrlich? Oh Mann. Da hast du ja ein schönes Stück Weg vor dir. Er soll sich beim großen Tempel rumtreiben. Und den musst du erstmal finden. Wenn du dich nicht komplett verlaufen willst, gehst du zu Torres. Geh hier raus und folge dem Weg, bis du zur Kreuzung kommst. Wenn du dann noch ein Stück weiter geradeaus gehst, kommst du zum Turm. Da findest du Torres. Der kann dir mehr sagen. Und bleib auf dem Weg, sonst bist du ganz schnell Futter für die Würmer. Ja. Und du nimmst mal die Finger aus meiner Nase. Wir stehen vor einer neuen Aufgabe. Wir suchen ein paar Freiwillige für eine Mission. Das bedeutet, wir haben weniger Musketen, um Puerto Isabella zu beschützen. Ich erwarte von jedem Einzelnen erhöhte Wachsamkeit. Stillgestanden! Ach Mann, ich will auch so eine Muskete haben. Ich will eine Muskete haben. So, hier haben wir ja alles. Der hat jetzt auch nichts Neues anzubieten, nachdem wir mit Sebastiano gesprochen haben. Und der Cooper wahrscheinlich auch nichts Neues, ne? Zeig. Nö. Nix. So, wer bist du? Martinez. Haben wir mit dem schon gesprochen? Genieß die Zeit in der Stadt. Okay. Genieß. Ja, haben wir. Dann, wir fahren zur Stadt. Was ist mit ihm? Fass hier bloß nichts an. Niemals. Gut, und da unten gibt es ja eigentlich auch nichts mehr. Ja, dann gehen wir mal zum Torres, würde ich sagen. Der uns dann hoffentlich weiterhelfen kann, um die Sache mit Venturo zu klären und dem Späherbericht. Quick Save. Hui. Okay. Dann auf in die Wildnis. Blutwurzel, das nehmen wir mit. Hier haben wir auch gleich eine Truhe. Sogar offen. Proviant und 8 Gold, ne. Das geht ja so, ne? Bist du? Bist ein Affe. Komm her, du Affe, du! Und... Pam! Au! Das klappt echt gut. Ach, und es sieht cool aus hier. Es sieht schön aus.
Richtig schön. Noch mehr Affen. Bäm, daneben. Au. Zack. Aber die machen wir echt locker flockig fertig im Moment. Was wollten wir eigentlich als nächstes machen? Ich glaube, Klingen wollte ich machen. Und wenn wir... Liebeskunst 25, alles klar. Ein fliegender Krallenaffe. Vorsicht ist geboten. Oh, es ist eine Blaukralle. Die sind bestimmt heftiger. Komm her, du. Kleiner Sack. Komm her. Okay, ja, die sind heftiger. Halten auf jeden Fall mehr aus. Bringen aber nichts. Okay. Schädelblüte. Und noch mehr Affen. Und kein Venturo. Ich versuche hier ein bisschen vorsichtig zu sein, denn ich will ungern den Eingeborenen in die Arme laufen. Das muss ja nicht sein. Deshalb gehen wir erstmal hier in die Richtung vielleicht. Und eine Karte haben wir jetzt, glaube ich, auch, ne? Ja, gut, die hatten wir vorher schon. Hier gibt's nichts. Was gibt's hier? Nur eine Lichtung. So, da geht es hier zu so einer Unterführung und da geht es irgendwo hoch zu einem Häuschen. Und zwar hier. Und da steht auch jemand und es ist... Bitte lass es Venturo sein. Bist du Venturo? Hey, es ist Torres. Wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Genau, den suchen wir ja als erstes, den Torres, und dann den Venturo. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bewache den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen, willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Kommt drauf an, was soll ich denn für dich tun? Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Okay. Wir haben ein Fleischpaket ja schon bekommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eins kriegen. Naja, wir versuchen es mal. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Hast du nicht so viel Zeit mit dem Fleischpaket? Nee, niemals. So, Molukkengötze erhalten. Neue Quest, Tauschgeschäft. Ich suche Venturo. Ich suche Venturo. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Was sind das für Zeichen? Was sind das für Zeichen? Die Späher der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Alles klar. Wie komme ich ins Tempeltal? Wie komme ich ins Tempeltal? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Unter der Felsbrücke. Gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Dann kommst du ins Tempeltal. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. So, ich guck mal, wir sollen zurückgehen, dann... Ach so, an die Kreuzung dann hier links und bla 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 und dann hier links. Das wird das Tempeltal sein. Alles klar. Easy. Easy peasy. Venturo. Lalalala.
Bevor wir jetzt das Tauschgeschäft abschließen, gucken wir erstmal oben am Turm. Beim Eingeborenen. Was der sozusagen hat. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich ausbrechen wollen oder irgendwie Hilfe wollen beim Versuch auszubrechen. Oder zu entkommen. Geistervolk, Inquisitionsturm gefunden. So, was gibt's denn hier Feines? Eine Schädelblüte. Und Pulvermohn und und nichts. Wow, doch eine Selbstmordklippe. Schön. Sehr schön. Nee, und eine Truhe. Die wir sogar öffnen können. Und wieder ein Proviant und 10 Gold. Das ist jetzt irgendwie nicht so die Welt, aber... Frühe Schlachten. Wieder ein Büchlein über einen legendären Gegenstand wahrscheinlich. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Neue Quest, die Kanonenkugel. Müssen wir auch mal schauen. Vielleicht haben wir ja hier irgendwo in der Nähe was. Denn die Dinger sind schon ganz schön cool, diese einzigartigen Gegenstände. So, Tahana. Hi, Capucheco, Cucho. Warum bist du eingesperrt? Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Okay. Naja, wenn das so ist und du keine Hilfe willst, dann viel Spaß im Steinlager. Armer Kerl. Ja gut, wir reisen mal so. Psst, Ono Palabe. Ich kann's nicht lassen. Ich kann's nicht lassen. So, mal sehen, ob Tito uns noch ein Fleischpaket gibt. Ich glaube ja nicht. Aber wohl. Der müsste ja bestimmt noch ein paar haben. Ich habe hier eine interessante Statue. Ich habe hier eine interessante Statue. Du hast wohl Beute bei den Molukken gemacht, was? Zeig doch mal her. Was gibst du mir dafür? Schwer zu sagen. Mach mal ein Angebot. Ein Fleischpaket, zwei Fleischpakete, ein Fleischpaket und 100 Gold, 200... Ob wir noch eins irgendwo hinbringen können? Aber ich... Wie sieht's aus mit zwei Fleischpaketen? Nein! Ich will ein Fleischpaket und 100 Goldstücke. Ja, ich will auch so manches, aber ich kriege es nicht. Du willst zu viel. Also gut. Als Zeichen meines guten Willens biete ich dir 50 Goldstücke und ein Fleischpaket. Abgemacht. Gut, dann gib mir das Paket und 50 Goldstücke. Einverstanden. Wenn du wieder mal was brauchst, komm ruhig wieder. Ich bedanke mich. Ich glaube, das Ding war 250 wert, ne? Oder so. Ja. Welch ein Deal. Schau ich mal gerade, das Fleischpaket, ist das hier drin? Nö. Das ist beim Plunder. Neben den Köpfen, die da immer noch in unserer Tasche rumgammeln. Gut, dann einmal zum Turm. Ja gut, eigentlich nach unten. Und dann geben wir dem guten Torres mal das Fleischpaket. So, mein Freund, hier. Hier ist dein Fleischpaket. Alles klar. Danke, Mann. Da läuft mir ja jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Rippchen, Würste und Steaks. Hier, ich wieg dir das Fleisch mit Gold auf. 200 Gold, cool. Ich bedanke mich. 3177. Ich würde gern was lernen.
Ich würde wirklich sehr, sehr gerne was lernen. Warte mal. Piratenturm. Bei Stahlbart können wir auch nichts lernen. Wir müssten zurück nach Takarigua, aber ich glaube... Geht das so einfach? Ja, genau. War mir ja schon fast klar, wir können nicht dahin reisen. So, ist hier eine Falle? Okay, sah so aus, als ob da eine wäre. Aber nein, das ist ein Jaguar. Treten! Schwerer Angriff! Und treten und schwerer Angriff! Und... Au, au, au. Okay. Geschafft. Bist du ein Ghoul? Was bist du denn? Ne, so ein Dunkeldürrer oder wie die Viecher heißen. So, wir sollen nach den Zeichen Ausschau halten. Das ist natürlich jetzt, mitten in der Nacht so ein bisschen schwierig, ne? Ja, ist doch kacke. Das ist doch kacke. Kacke, kacke, kacke. Gaga ist es. Richtig Gaga. Bokobilz! Ich glaube, wir reisen nochmal hin und her. Und machen das dann am Tag. Ich glaube, das ist auf jeden Fall einfacher. Einfacher. So, was ist da? Da ist schon der Eingang zum Tempeltal. Ach man, ein Witz. Ich treffe hier ja nix. Au! Ey! Du kleiner! Blödmann, du! Ich denke, wir sind zu weit hier. Wir sind zu weit gegangen! Hm. Venturo hat ein Zeichen hinterlassen. Wenn ich ihn finden will, sollte ich nach weiteren Zeichen suchen. Dieses Zeichen hier weist nach Nordwesten. Huh. Venturo ist also nicht in den großen Tempel gegangen. Nach Nordwesten, und wir haben das erste Zeichen gefunden. Das bedeutet, wir könnten vielleicht doch seiner Spur folgen. Ich schaue erst mal kurz hier drüben. Nee, ja, da ist nix. Gut, alles klar. Dann Quicksave. Und nächstes Mal folgen wir dann Venturos Spuren. Also, bis dann. Ciao.